Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War Soulstorm. Wer hätte es gedacht? Wir haben es beim letzten Mal geschafft, den halben Planeten. Mittlerweile den halben Planeten einzunehmen. Und wir verschaffen uns mal ein bisschen mehr Luft, würde ich sagen. Indem wir die Gorguts Kopfjäger von diesem Planeten verbannen. Und zwar restlos. Machen wir einfach mal. So, ein entspanntes Ründchen gegen die Orks. Ne? Das wird lustig. Lustig. Es war kein Geheimnis, dass War-Boss Gorguts höchstpersönlich den War im Kaurava-Konflikt anführte. Aber wer waren die Orks, die er anführte? Imperiale Aufzeichnungen belegen, dass diese Orks sich schon immer im Kaurava-System befunden hatten. Seit mindestens einem Jahrtausend. Es schien, dass sie Gorguts als einen lange erwarteten Helden willkommen hießen, als er eintraf. Diese zerlumpten kauravaischen Orks waren manchmal über die vier Planeten des Systems hergefallen. Und manchmal waren sie auch in ihre geheimen Festungen in den Brockenbergen zurückgetrieben worden. Es hatte bislang keinen erfolgreichen Sturm auf diese Festungen gegeben. Und die Orks glaubten, dass es das auch nie geben würde. Doch in der Vergangenheit hatten diese Orks sich beim ersten Anzeichen einer Niederlage immer in großen Zahlen an diesen Ort zurückgezogen. Gorguts betrachtete dieses Verhalten als unorkisch. Er bestand darauf, dass man ein oder zwei Bolterschüsse überstehen müsse, wenn man gewinnen wolle. Und Gorguts lebte nur, um zu gewinnen. Gorguts Strategie bedeutete, dass die Festung nicht unbesiegbar sei, was wiederum nicht bedeutete, dass sie nicht verteidigt wurde. Die Höhle zu erreichen war eine Sache, ihre Verteidigung zu durchdringen war eine ganz andere. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Brockenberge in aller Ruhe an, oder? Siehst du, großer Boss Gorguts? Das ist das stärkste und beste Ork-Festung überhaupt! Ist das so? Hier sind noch nie Menschen reingekommen. Mit dem Brockenbergen um uns rum gibt's nur einen Weg rein. Selbst wenn sie reinkämen, wären da immer noch die Jungs, ach und der Bosse, der Panzers und da sind da noch die Squigophanten. Und wenn sie da alle schlagen? Dann kommen da Kampfbombers, dann machen wir sie alle. Unsere Wächter passen Tag und Nacht auf. Nur Orks kommen nah genug ran. Alle anderen werden kaputt gemoscht. Boss, Boss! Der Feind ist in der Lager. Was? In der Lager? Da müssen wir aufhalten, bevor sie zum Todespunkt kommen. Da Trommeln, schlag da Trommeln, los! Was ist der Todespunkt? Wir müssen da Todespunkt halten! Beste Ork-Festung überhaupt, was? So viel dazu. Vernichten, zerstören, ausrühren uns die Gunst der Chaosgötter. Warum mich überkommt. Gewähre uns die Gunst der Chaosgötter, Meister. Bringt mich zum Feind. Schnapse, Jungs. Moscht Vernunft ist, was wir Schwache. Mein Leben ist verwirkt.
Natürlich, mach Meister. Das mal, mach das mal. Das will ich sehen, wie ihr an dieser Streitmacht vorbeikommen wollt. Es ist so, als ob tausend Komm, Stimmen Feuer. Vor Schmerz schreien. Oder auch nicht. Viele Orks, wenig starke Kämpfer. Mehr muss ich dazu jetzt nicht sagen. Was immer ihr wünscht. Gehen wir mal direkt weiter, ne? Hallöchen. Och, kommt schon, Leute. Ein bisschen stabiler, bitte. Dong. Löscht sie aus. Ich fühle, wie der Warpraum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Wir gehen es langsam an, liebe Freunde, ja? Langsam und gemächlich. Für die dunklen Götter. Hier auch noch was. Hört ihr auch diese Stimmen? Ja, da sind ein paar Orks draufgegangen, würde ich sagen. Unser Sieg ist sicher. Ihr belohnt uns mit eurer Aufmerksamkeit. Hier hätten wir Verteidigung. Falls Panzer kommen. Ja, und ich hab's mal wieder geschafft. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Tut mich sorry. Ich mach mal gerade kurz mein Handy auf lautlos. Safety first und so. Für die dunklen Ist zwar jetzt eh zu spät, aber was soll's. Machen wir uns wie immer 3 Chaos Space Marine Trupps. Und dann rushen wir da durch. Natürlich erst mit... Brauchen wir Plasmawerfer? Safety first. Wir machen es einfach wie gehabt, ne? Wir sind begierig, uns zu beweisen. Für die dunklen Götter. Zu beweisen. Wir dienen. Okidokili. Für die dunklen Götter. Okay, haben wir das. Schwere Waffen auf jeden Fall. Ja. Och nö. Come on. Das gibt's doch nicht. Am liebsten hätte ich jetzt noch einen Kornberserker-Trupp, aber den kann ich noch nicht. Ja. Im Übrigen, das hier ist der Todespunkt. Da kriegt man schon extremst früh seine Reliquie. Das ist das Lustige an dieser Festung, sag ich mal. Und Champions kann ich später immer noch machen. Wir müssen unsere Trupps hier ein bisschen aufrüsten. Meister. Ja. Ach, da sind sie wieder. Och Mann. Das nervt, dass wir hier so wenig Punkte kriegen am Anfang. Hört ihr auch diese Stimmen? Ja, Meister. So, was haben wir denn hier? Der ist voll, der noch nicht. Also voll wie im Sinne von voll aufgerüstet, nicht voll wie voll. Der hier war das. Ja, Meister. Da war es nur noch einer. Und jetzt keiner. Ach, ich finde diese Map hier eigentlich ganz schön. An sich, diese ganzen Ork-Festungen finde ich richtig geil gemacht. Meister. Die machen richtig Spaß, hier rein zu spielen. Mal abgesehen davon, dass hier auch manche Sachen echt nervig sein können. Aber das seht ihr ja gleich. Ist das herrlich. Wir hatten da eine Kettensäge. Du? Nö. Du hast auch nur eine normale Axt. Wer von euch Typ... Gegner! Wir brauchen Gegner! Das ist ein normales Schwert.
Wer hat denn hier ein Kettensägenschwert? Ich habe doch gerade eine Kettensäge gehört. Du? Nee. Hört ihr auch diese Stimmen? Okay, ich weiß nicht, woher das kommt. Dann soll es auch nicht so sein. Die dunklen Götter wachen über uns. Jetzt hätte ich gerne noch ein Konto. Aber erstmal müssen wir einen Altar bauen. Den bauen wir hier vorn. Wir dienen. Wir haben ja genug Platz. Platz ist hier reichlich. Guckt euch mal das dicke Schwert da an. Ey, Säcke. Was fällt denen ein? Chaosköppe da zu sammeln. Ich glaube, es hackt. Wir müssen vernichten. Wie viel hab ich noch? Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien würden. Okay, Bolter hätte ich damit schon mal. Jetzt können wir auch Kornberserker bauen. Natürlich nur, wenn es von den Ressourcen her klappt. Das ist ja natürlich selbstverständlich. Können wir nämlich auch unseren General so ein bisschen mitschicken, dann kommen die uns nicht zu nahe. Am besten dann noch Unsichtbarkeit und das Unglück ist perfekt für die. Alter Schwede. Sobald die hier ankommen, sind sie tot. Genieß die Show. So viel kann man dazu auf jeden Fall sagen. Was wollen Sie? Kommt, meine Vasallen. Lasst uns Ihre Seelen nehmen. Oh ja, darauf habe ich jetzt Lust. Mein Freund. Ich kann du es kleiner kaum Hydra. Erwarten. Hydra-Kopf, du. Der unheilige Kloster. Wenn wir das haben, dann sind sie echt am Arsch. Dann haben wir Zugriff auf sämtliche Technologien des Chaos. Na komm. Ich habe hier das Sagen. Wir machen mal ein bisschen Chaos, oder? Bringt mich zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Schlachtet alle ab! Hallo Pumpernickel. Was machst du denn da? Du sollst hinten bleiben, verdammt. Bringt mich zum Feind. Ja, so geht's natürlich auch. Dann lassen sie sich halt abschlachten. Da habe ich auch nichts gegen. Stoßen auf Widerstand! Rum, bum, 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 bum. Bringt mich zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Rambazamba. Ich lasse mich nicht herumschicken. Schlachtet alle ab! Der Todespunkt ist unser! Unser! Das Balladort reißt es nieder! Ich zerschmettere ihre Seelen! Mein Warballer! Bringt mich zum Feind! Zerstören! Zerstören! Ja, die kommen nur zu meinen Marines durch, wenn sie tot sind. Also, ich sag mal so, die 1000 schaffen wir hier auf jeden Fall noch. Das heißt, diese Woche kriegen wir endlich die komplette Ausrüstung von unserem General. Dann läuft der Hase hier. Vernichten! Wir sind die Zerstörer! Mach das ordentlich hier! Vernunft ist, das werd ich böse! Rum, bum, 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 bum. Ich brauch gar nichts machen hier. Also. Weicht zurück! Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien. Kommt mal ein bisschen weiter nach vorne. Was immer ihr wünscht. Bau mir mal hier
Hier kommt das hin. Ihr könnt eigentlich Gegner, auch mal nach vorne. Wir brauchen Gegner. Du auch. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien. Stirb. Leg dich nicht mit mir an. Ja, das läuft auf jeden Fall hier ganz gut. Das flutscht sich. Leg dich nicht mit mir an. Der Todespunkt ist unser. Noch mehr ohne Fahrschein. Ich kann alle versorgen. Ist kein Thema. Bin unterwegs. Ram, bam, bam. Jagt euch an ihrem Fleisch. Ja, das ist hier mehr ein Durchrennen als alles andere. Zack. Wieder was kaputt. Jagt euch an ihrem Fleisch. Schlachtet alle ab. Na komm, jetzt kannst du auch nicht einfach aufhören. Was soll denn das? Okay, probieren wir deine Taktik vorerst. Das läuft. Labt euch an ihrem Fleisch. Hier auch. Haben wir schon den kompletten Todespunkt kaputt geschlagen. Ich lasse mich nicht herumschicken. Das läuft doch. Also ich kann mich gerade nicht beklagen. Ich bin stolz auf euch. So stolz. Der Boden erzittert unter jedem meiner Schritte. Die Schwachen. Ich lasse mich nicht herumschicken. Machst du das? Machst du... Nein. Erober mir mal die Reliquie. Dann hast du auch was zu tun. Hier ist auch noch was, was kaputt gemacht werden kann. Hier kann alles kaputt gemacht werden. Lass niemanden daneben. So einfach ist das Gesetz hier. So, der Todespunkt ist unser. Das ist der Weg in die Hölle. Machst du das hier auch kaputt, bitte? Dann hat der nämlich überhaupt keinen Blick mehr hier in diesen Todespunkt. Bringt mich zum Feind. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Zerstören! Zerstören! Ich habe hier das Sagen. Ich diese Stimmen. Also ich würde sagen, wir haben hier schon gut aufgeräumt. Die komplette Mitte ist unser. Was ist der Todespunkt? Hört ihr auch diese Stimmen? So. Beschwimmen wir mal den. Als nächstes machen wir das, das. Wir sind hier, um zu dienen, Meister. So, dann haben wir das auch schon. Die Chaosgötter sprechen zu mir. Wir haben das Gebiet eingenommen. Todespunkt! Was ist so besonders an der Todespunkt? Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Weicht zurück. Die dunklen Götter wachen über uns. Ah, ich finde das so geil. Vielen Dank, Meister. Pass auf, was da sagst du, mickriger Gott. So, dann hätten wir schon mal das. Ah, die Chaosgötter sprechen zu mir. Schön, schön hier. Jetzt gleich sind wir unsichtbar. Dann auch die Kultisten bitte. Komm, weiß, dann nehmen wir direkt alles mit durch. Dann haben wir alles. Rum. Anforderungspunkte sollten jetzt auch langsam aber sicher fließen. Fließen wie Butter. Segne uns, Meister. Die Schwachen schlagen zurück. Ja. Wir bauen es. Das für geht euch auf jeden Fall schon mal ganz gut vonstatten.
Wir machen es einfach so. Als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien würden. Bringt mich zum Feind. Jo, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir bauen uns eine schöne Maschine. Mein Leben ist verwirkt. Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Ich denke, das ist doch ein Plan. Ja, ja, wir werden schneller arbeiten. Boah, jetzt hätte ich eigentlich auch richtig Bock auf Besessene. Ich habe hier das Sagen. Na, wollt ihr noch ein bisschen was davon haben? Ich darf die nicht zu schnell kaputt machen, fällt mir gerade auf, ne? Sonst erreiche ich die 1000 nicht. Bringt mich zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Okay, probieren wir deine Taktik vorerst. Ich darf die nicht zu schnell überrennen, sonst wird's problematisch bin für mich. Unterwegs. Oh oh. Ein Mech-Schuppen. Hört ihr auch diese Stimmen? Zerschmettern, vernichten, zerstören. Ist das so? Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien würden. So. Ich habe hier. Machst du das? Ah, die Chaos. Ach so. Da will es aber jemand wissen. Vernunft ist was für Schwache. Ja. Machen wir das nächste Banner platt. Wir müssen vernichten. Und fertig ist das Ganze. Das ist der Weg in die Hölle. Bringt mich zum Feind. Machen wir hier schön alles einzeln platt. Wir müssen vernichten. Zerschmettern. Stück für Stück auseinandernehmen. Gib mir hier echt gerade ein bisschen zu viel Mühe, kann das sein? Tja, das Banner ist hin. Kaputtes Banner. Alles kaputt. Da ist echt ein schwerer Bolt da drauf gegangen. Ich sehe überall Orks. Ach so, da oben. Die Schwachen schlagen zurück. Ja gut, da oben ist das natürlich was anderes. Guckt euch das bitte an. Das ist krass. Mein Leben ist verwirrt. Hallo? Gewähre uns die Gunst der Chaos. Schwere Infanterie. Falls sie nochmal ankommen sollen. So. Zerstören sie das Ork. Ich kann es kaum erwarten. Brauche ich schon gar nicht mehr. Labt euch an ihrem Fleisch. So. Jetzt können sie auch nicht mehr hier runter gucken. Kleiner Vorteil für mich. Na gut, da können sie noch runter gucken, aber danach nicht mehr. Weicht zurück. Jo. Ich habe hier das Sagen. Bob. Was mache ich jetzt? Mein Leben ist verwirrt. Ich könnte hier ja noch eine Festung hinsetzen. Da kann ich noch mehr Bolter bauen. Aber brauche ich das? Nee, eigentlich nicht. Wir sind eigentlich ganz gut stationiert hier, würde ich sagen. Die Stationierung läuft. Und alles andere sollte dann auch wir laufen. Wir sind hier, um zu dienen, Meister. Machen wir noch unseren großen Chaos-Tempel hier. Natürlich, Meister. Wo ist das Blut, das man mir versprochen hat? Tja, mein Freund. Das wirst du dir leider kaufen müssen. Ich lasse mich nicht herumschicken. Rum, 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 rum. Mein Leben ist verwirrt. Ja, ja. Repariert das dann mal besser. Das ist uncool. Diese Stimmen. Ah, die Chaos.
Das ist echt uncool. Weg mit euch. Ihr macht mir zu viel Damage an meinem armen kleinen Geißle. Wer mich betrügt, stirbt. Bin so, unterwegs. Was haben wir denn hier? Sie hören ihren Untergang kommen. Oh, wir werden angegriffen. Neutralisiert ihr Lager. Haltet sie direkt an der Quelle auf. Orkbosse. Das könnte schon ein bisschen hässlich werden. Zu ihnen und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Orkbosse. Ich lasse mich nicht herumschicken. Jabadabadu. Schnell, bevor die hier mit Panzern angreifen. Theoretisch rücke ich jetzt mal mit Panzern an. Dann können die mich mal. Vernunft ist was für Schwache. Du hast den Tempel fertiggestellt. Du begibst dich jetzt auf eine Wanderschaft. Wir werden schneller arbeiten. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ah, die Chaosgötter sprechen zu mir. Ich habe hier das Sagen. Brecht ihnen das Rückgrat. Ich zerschmetter Chaosgötter. Ihr könnt gerne mit so vielen Bossen kommen, wie ihr wollt, ne? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wir werden eure mickrigen Mech-Schuppen abreißen. Reißt sie ab! Wo ist die Panzer bei? Ach. Natürlich, am anderen Ende der Karte. Wisst ihr Bescheid, ne? Was soll's, die Bosse sind jetzt erstmal gleich kaputt. Und dann hat sich das Ganze auch hier. Dann kriegen wir zumindest schon mal keine Bosse mehr. Dann haben wir Ruhe und Frieden. So. Ah, es ist einfach so schön, ne? Du kannst direkt am Anfang einer Map kannst du mal richtig die Sau rauslassen. Was wollen Sie? Ich müssen vernichten! Ihr seid da oben, ihr haltet die Stellung. Die dunklen Götter das ich wachen über uns. So. Machst du mir auch direkt ein paar Kyborgs, bitte. Ja. Das war das. Das war das. Und jetzt bist du. Feinde der dunklen Götter, gebt Acht! Segne uns! Einmal bitte. Geißel, dein Trip ist beendet. Du bist teuer gewesen, verdammte Kacke. Viel zu teuer für meinen Geschmack. Hier bleibt mal schön an der Front. So will ich das sehen. Ich habe hier das Sagen. Was war da nochmal? Ich glaube, da war auch noch was, was einen ärgert. Die Chaosgötter sprechen zu mir. Ich weiß es aber nicht was mehr so immer genau. Ihr wünscht. Ich meine, da wäre der Panzerschuppen gewesen. Nach Tausenden von Schlachten sieht man nur noch den Tod. Ja, ja, du mich auch. Verstanden. Schon direkt alles aufgeräumt und es ist noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Diese Map geht echt fix. Bau mir mal drei Geißeln. Für die dunklen Götter. Der Todespunkt bleibt unter meiner Kontrolle. Wir stehen unter Beschuss. Und jetzt? Ja, da kann ich jetzt gerade nichts brauchen. Oh, der Blutdämon ist gleich da, liebe Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Gegner! Wir brauchen Gegner! So.
Nur ein verwirrter Verstand kann die Irrwege sehen. Segne uns, machen wir Meister. Das Ganze doch mal so. Haben wir auch jetzt Ruhe von Bossen. Läuft bei uns. Es war ein temporärer Wahnsinn. Temporär? Ich fühle, wie der Warbraum mich überkommt. Zum Feind. Es ist ein guter Schmerz. Okay, wir schicken euch mal mit nach hier, damit die Stellung hier bloß gehalten wird. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ach, nicht schon wieder die ganze Kacke hier. Natürlich, wir erfüllen eure Wünsche. Ihr nervt. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Haut mir nur einen rein hier. Haut mir nur einen rein. Das Ganze werde ich mir merken. Wir stehen unter Beschuss. Bereit für den Kampf. Ich kann es kaum erwarten. Wir haben alles auf unserer Seite. Wir können den Blutdämon rufen. Hier sind Fahrzeuge. Kein Zweifel. Wer mich betrügt, stirbt. Ich will allerdings jetzt erstmal... Die wahre Macht ist die einzig wahre Antwort. So soll es sein. Ach ja. Segne uns, Meister. Ich kann es kaum erwarten. Wir greifen an. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Der Angriff ist jetzt im vollen Gange. Keine Bremsung in Sicht. Einfach weiter. Blutdämon, du machst das da oben schon. Ich lasse mich nicht das Schiff, diese Stimmen. Ja! Schlachtet alle speziell, Jungs! Oh! Da machen alles kaputt! Nur ein verwirrter Verstand kann die Irrwege sehen. Schlachtet alle ab! Ja! Stoppen Sie die Kampfbomberproduktion, ja? Das kann ich. Ich habe hier ein Schlachtgewühl. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Wir werden sie niedermachen. Oh oh. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Na komm. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Ist aber mal gut hier. Los, weg mit euch. Ich fühle, wie der Warbraum mich überkommt. Es ist ein guter Spaß. Nix wie weg hier. Oh oh. So, da kommen da wieder. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz schreien würden. Ich will, dass ihr Ursprungsort vernichtet. Alter. Die Schwachen schlagen zurück. Ihr habt doch eine Meise. Weicht zurück. Immer weiter, mein Freund. Immer weiter. Du willst sowieso nur kämpfen. Ich weiß es nicht. Segne uns, Meister. Und vorbei. Keine Bomber mehr für dich. Oh.
Hunderttausenden von Schlachten sieht man nur noch den Tod. Was bist du denn da? Oh. Das Ding war riesig. Ich würde sagen, dass es Gegner. Besser in seinem Käfig Wir brauchen Gegner. Stoppen Sie die Squeak-O-Fun-Ausbildung. Ja, da müssen wir noch hin. Das Ding war riesig, ja, von wegen. Am Arsch, das Ding ist riesig. Panzer? Gib mich mal ein bisschen Rückendeckung hier, du. Wir werden sie niedermachen. Weg da. Chaos ist unser Meister. Hört ihr auf Einmal diese Stimmengewühl? Versucht es ruhig. Versucht es ruhig. Ihr werdet es nicht schaffen. So, wie schaut es aus? Bewaffnung halbwegs in Ordnung. Ja. Ich würde sagen, das läuft. Wir machen mal weiter. Immer weiter. Gastarbeiter. Chaos ist unser Meister. Wir haben gerade so einen schönen Lauf. Das wollen wir doch nicht stoppen, oder? Ich glaube doch nicht. Ja. Vor allen Dingen mit dem Blutdämon. Das läuft doch gerade. So schön. Da kann man sich doch wirklich nicht beklagen. Wusstest du das, ja? Oh oh. Alter. Wir machen hier schön bequem alles platt. Dann läuft der Hase. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Diese Stimmen. Zerschmettern. Sie in Alter Schwede, ihr Nerv. Oh Gott. Der Warpraum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Alter. Ihr macht einfach zu viel Damage. Mein General ist schon kaputt. Alter. Okay, die Defensive, die habe ich unterschätzt. Aber gegen so viel kommt er nicht an. Ich muss einfach nur die da kaputt machen. Alter Schwede, bitte. Mach die einfach nur kalt, bitte. Hi. Alter Schwede. Das läuft ja gänzlich aus dem Ruder. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir können es schaffen. Die ganzen Potzers weg. Vielleicht nicht unbedingt. Boah, Mann. Geht ihr mir auf den Senkel, ihr... Ich fühle, ja. Wie der Geil. Mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Uns. Ich weiß mehr, oh, Mann. Als ihr euch vorstellen könnt. Weißt du was? Mach mir hier. Ach, wir werden angegriffen. Wenn du glaubst, du kannst meinen Vorstoß hier ein bisschen bremsen, dann ist dir das gelungen. Ja, Meister. Aber wenn du glaubst, das war's schon von mir, dann hast du dich geirrt. Wir müssen vernichten. Komm schon. Das ist der Weg in die Hölle.
Wir sind so. Alter, das gibt es gar nicht. Wie fett die mich kaputt gemacht haben. Wie, das darf nicht sein. Was wird das denn? Wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Die Schwachen schlagen zurück. Es ist so, als ob tausend Stimmen vor Schmerz. Schnapp sie dir. Verneigt euch vor mir. Komm, ihr auch. So läuft der Hase hier, mein Freund. Keine Gnade. Ja. Die dunklen Götter wachen über uns. Das war jetzt was, worauf ich gerne verzichtet hätte. Ein Glück, dass ich hier mein werten Blutdämon dabei hatte. Ohne den hätte ich es nicht geschafft. Oh. Mitten rein. In die gute Stube hinein. Na, hast du noch Lust? Ich glaube, da war noch einer, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Was muss ich... Ach, ich muss ja nur das Ork voll kaputt machen, ne? Ja. Und ihr könnt weiter. Immer weiter. Hauptsache, wir haben die Mitte schon direkt kaputt gemacht. Aber wir haben echt viel verloren. Das ist echt krass. So. Und weil es so schön war, geht's weiter. Nur nicht bremsen. Wer bremst, verliert. Faust zurück. Was wollen Sie? Ja. Ich fühle mich aber auch nicht mehr kommen. Es ist ein guter Schmerz. Bringt mich zum Feind. Okay, wir haben das Maximum an unserer Armee rausgeholt. Ist ja auch egal. So schlimm soll das jetzt auch nicht sein. Oh nein. Alle Waffen geladen und bereit für den Kampf. Machen wir jetzt wir da. Wir sind die Zerstörer. Hier das ist ja jetzt nur nichts mehr. Saugt uns aus. Oh, du bist weg und dann mache ich dich noch platt. Führt schön chillig sind wir hier durch. Wir werden sie niedermachen. Vor allen Dingen schön durch den Haupteingang. Dann bereiten wir nochmal einen schönen Empfang für den vor. Mein Blutdämon, den geht's gerade nicht so gut. Bestimmt nicht ganz so geil. Alle Waffen geladen. Komm, beiße. So, der Brockenberg ist schon so gut wie unser. Wir lassen es. Wir lassen es. So. Ach so, natürlich. Na, hast du noch was für mich? Zerquetschen, zerstampfen. So. Ey, das passt so gut, ne? Mit dem Tempel. Wir sind blutige hier, um Opfer zu dienen, Meister. So. Vernunft ist was für Schwache. Hallo, ihr das Lieben. Das Chaos saugt uns aus. Ah, die Chaosmütter sprechen zu mir. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen richtig Action. Wir machen nochmal ein bisschen Dampf. Ah. Oh. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen trockenen Hals. Oder so ein bisschen. Die dunklen Götter machen über uns. So. Ich befehle die dunklen Mächte. Nach tausenden von Schlachten
Weißt du, du kamst ja nicht wirklich gegen drei Space Marines und Korn Berserker an. Plus Panzer natürlich. Jetzt habe ich noch ein bisschen was draufgelegt, mein Freund. Mal gucken, ob du da standhalten kannst. Also gegen so viele Panzerbikes kannst du auf jeden Fall schon mal gut standhalten. Das muss man dir ja mal ganz ehrlich lassen. Das Chaos saugt uns aus. Komm weg. Ach Mann. Mach die doch einfach kalt, bitte. Zerstören. Ach, der Blutdämon ist schon wieder fertig. Ach, ist gerade fertig geworden. Ist. Hoppa, Lärchen. Und kabum. Du kannst mich nicht aufhalten, mein Freund. Dich möchte ich eigentlich ganz gerne noch behalten. Zu mir. Machst du das? Das macht ja so richtig Spaß. Einfach mitten durch. Mitten durch, ohne Gnade. Ja. Vernichten, zerschmettern. Haben wir das schon mal kaputt gekriegt? Oh. Das ist allerdings uncool. Halt einfach durch, mein Freund, du schaffst das. Irgendwie wird das schon schaufeln. Schaukeln. Wir sind die Zerstörer. Geht sich ja nur darum, dass wir hier alles kaputt gemacht haben. Erobern können sie sich das Ding gerne wieder zurück. Da habe ich kein Problem mit. Guckt euch mal bitte an, wie viele Stormtrooper da sind. Vor allen Dingen, die wollen es ja wissen. Wir wollen es ja wissen. Ich glaube, das Ding verliere ich wieder. Na, ist ja auch egal. Macht ihr nur, macht ihr nur. Vernunft ist was für Schwache. Das sage ich auch immer. So, weiter nach oben bitte. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Da oben. Die Trophäe gehört mir. Mir. Das Chaos saugt uns aus. Ja. So wirklich zurückerobern tun die aber auch nicht. Vernichten, zerstören. Ich kann es kaum erwarten. Irgendwie habe ich das Gefühl, Chaos hat recht wenig gegen Panzer. Ne? Kann das sein? Wenn man mal von den Horrors absieht. Jo. Ich fühle, wie der Warpraum mich überkommt. Dein Ende, Alter. Das ist noch viel zu früh. Du hast hier noch ein bisschen was abzuschlachten. Guck mal, wer da wieder ist. Er möchte noch spielen. Er hat noch nicht genug vom letzten Mal. Wie viele Panzerbikes sind das jetzt bitte? Komm weg mit dem Ding. Das sind mir eindeutig zu viele Raketenwerfer. Jo. Sie niedermachen. Alter Schwede. Chaos ist unser Meister. Komm hoch mit euch. Sieht man nur noch den Tod. So will ich das sehen. Die dunklen Götter machen über uns. Plasmagenerator erschöpft. Ja, da oben ist ein Thermalding. Also. Stoßen auf Widerstand! Nicht der Chaos-Tempel. Das ist aber auch scheiße, wenn die das direkt da reinstecken. Zu Befehl! Tod den falschen Imperator! Wir sind hier, um zu dienen, mein Herr. Die Schwächen sind ausgestiegen aus dem Gegner! Stoppen Sie die Panzerbike-Produktion. Reiten
Gott sei Dank. Das ging mir nämlich schon auf den Sack, diese blöden Panzerbikes. Wenn es was ist, was Orks können, dann ist das Nerven. Mach du nur. Hab ich nichts gegen. Ich fühle mir überhaupt auch nicht bekannt. Es ist ein guter Schmerz. Ja, dann ist bombig. Ich kann es definitiv kaum erwarten. Wir werden angegriffen. Sieht man nur noch den Tod. Da oben ist das Ding der Squeak of Fun. Da braucht man sich noch nicht mal stark zu wehren, wenn die sich schon selber in die Luft jagen. Ich meine, das hat auch was Feines, ne? Haben wir weniger Arbeit vor uns. Beschwören kann ich gerade... Ja, ich habe das Maximum erreicht, ich kann gar nichts mehr machen. Oder kann ich noch irgendwie... Nee. Machst du das, kriegen wir wieder ein bisschen mehr Punkte. Jo. Ich fühle, wie der Warp-Raum mich überkommt. Es ist ein guter Schmerz. Dann kümmern wir uns jetzt mal so langsam, aber sicher wirklich gegen die Ork-Festung. Ich meine, wir haben den Weg bis dahin schon freigeräumt. Das einzige Lager, was jetzt noch lebt, ist das der Squeak of Fun. Und ich muss nicht gerade sagen, dass das jetzt sehr, sehr einseitig aussieht. Wir sehen das Ziel. Weicht zurück. Na, alles klärchen. Den Spigofanten, den zeige ich jetzt gerade mal so ein bisschen. Alter, komm doch mal bitte hier hoch, Mann. Geht ihr mir auf die Nerven? Kommt mal von hier. Das wird bestimmt lustig. Dass da allerdings Spigofanten rumlungern und du nichts machst, wird nicht lustig. Zeigt's den bitte. Okay. Das gibt auf jeden Fall Ärger hier. Ist eine kaputt gegangen? Oh shit. Na klar, und ich hab natürlich nichts mehr hier. Oh shit. Wie viele Squigofanten soll ich denn hier noch kaputt machen? Das ist gerade uncool. Oh. Nur noch du. In die Hölle. Sagt mir bitte, ihr schafft das. Na, zieht doch schon mal recht positiv aus. Also, dann lasse ich den. So, jetzt habe ich denen einen Schraubstock in die Produktion geschmissen. Jetzt können die ja nichts mehr machen. Was immer ihr wünscht. Keine hinterhältigen Angriffe mehr gegen mich. Gar nichts. Jetzt müssen sie sich fair und ehrlich gegen mich durchsetzen. Ja. Die Horde zieht weiter.
Ich habe euch schon beim ersten Mal verstanden. Das ist unter meiner Würde. Vernunft ist das verstanden wir noch nicht. Ja, das war der letzte Squeego Fun. Ich glaube, jetzt sollten sie eigentlich keine Squeego Fun mehr haben. Wenn ich jetzt richtig liege. Die Chance dabei liegt, daneben zu liegen, ist aber auch schon groß. Diese Stimmen. Das macht richtig Spaß. Vernunft ist was hier schwach. Ach, was macht ihr denn? Ach ja. Hallöchen. Kennst du mich noch? So. Nimm mir mal das Ding da oben. Für die dunklen Götter. Natürlich brauchst du es nicht. Ich schwöre euch, dass es geschehen wird. Nur keine Müdigkeit vorschützen, bitte. Es gibt noch genug zu töten. Segne uns, Meister. Natürlich, Meister. Meister. Hier auch. Keine Müdigkeit vorschützen. Es gibt genug Arbeit für alle. Hier wird sich nicht rausgeredet. Oh. Wieder was Nettes kaputt. Oh, der ist kaputt. Der Panzer ist auch gleich kaputt. Machst hier den letzten Mech-Schuppen platt. Ich würde sagen, es läuft gerade echt gut. Wie ich hier einfach durchschleide, ne? Das ist so beängstigend. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann, naja. Ich kann es nicht mehr wie wiederholen, das nochmal. Jeder, der dieses Spiel haben sollte oder sich kaufen sollte, bitte, wer halbwegs Ahnung von Strategiespielen hat, der sollte das Spiel, die Kampagne, niemals auf normal durchspielen. Niemals. Das war jetzt mal ein Selbstversuch. Aber ich rate davon bitte ab. Die ganze Zeit auf schwer zu spielen war die richtige Entscheidung. Auch wenn es manchmal ganz schön eklig war. Ja. Und das war's jetzt auch. Tschüss, ihr Orks. War nett. Aber beim war nett blieb es. Jungs, verschwinden wir von hier! Über tausende von Schlachten hinweg hatte Chaos-General Phyreveus Karren extrem scharfe Instinkte entwickelt. Er spürte, dass er die Orks schon bald erledigen musste, weil er sonst seinen Halt im Kaurava-System verlieren konnte. Er konsultierte seinen obersten Hexer, der seine Verdachtsmomente dann durch eine Weissagung bestätigte. Vom Blutvergießen und durch die Kraft des Chaos angetrieben, zerschlug die Alpha-Legion die Streitkräfte der Orks. Sie kämpften sich durch die alte Ork-Festung, in der es seit Jahrtausenden keine Eindringlinge gegeben hatte.
und während seine siegreichen Soldaten die bezwungene Armee abschlachtete und verbrannte, ging General Karen misstrauisch über das Gelände und hielt nach Gorguts Ausschau. Wieder einmal wurden seine Instinkte bestätigt. Der große Ork war nirgends zu finden. Und doch hatte er gesiegt. Denn keine Orks würden den Aufstieg des Chaos hier noch aufhalten. Ja, und damit ist das Chaos auch ausgeschieden. Und wir haben endlich unsere letzte Aufwertung, liebe Freunde. Ah, es ist so schön. Ab jetzt sind wir nicht mehr der normale kleine General. Ab jetzt sind wir ein Dämonenprinz. Haha! Läuft bei uns. Guckt euch mal an, wie die Werte explodieren. Ah, ist das schön. So mag ich das. Ja. Der liebe Herr hier. Der weiß, wie es läuft. Haben wir was verloren? Nö. In dem Sinne würde ich sagen, sind wir für heute durch und wir sehen uns in alter Frische nächste Woche Samstag wieder. Bis denne!